Moin Freunde und herzlich willkommen zu Zeigschnutte TV. Bevor wir uns den Schlamassel wie immer anschauen, stellen wir wie immer unsere heutigen Themen vor. CDU-Politiker Kretschmer rastet bei Illner aus, weitere Schlagzeilen, Bargeld-Obergrenze soll gesenkt werden auf 7.000 Euro, na wer hätte das gedacht, illegale Migration nach Deutschland steigt wie lange nicht mehr und Macron und von der Leyen reisen nach China, na wer hätte das gedacht, er hat wahrscheinlich keine anderen Probleme und bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Wir haben für euch ein altes Maischberger-Video von ihr und Helmut Schmidt ausgekramt. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ihr werdet erstaunt sein. Alle Details wie immer nach dem Intro. Bleibt dran, es wird sich lohnen. Und folgt uns gern auf Telegram und Twitter. Beachtet auch wie immer unsere gestartete Umfrage. Legen wir los. So Leute, bei Illner musste die Ernährungsberaterin ganz schön einstecken. CDU-Politiker Kretschmer ist etwas aus der Haut gefahren. Aber bevor es richtig zur Sache geht, wärmen wir uns erstmal auf. Lunchen wir doch mal rein. Und was die Grünen nicht schaffen, ist, sich jetzt wirklich frei zu machen von ihren ideologischen Vorstellungen, die sie hatten, und einfach die Realität zu sehen, wie sie ist. Wir brauchen ein Neuaufsetzen dieser Energiewende. Wenn das so weitergeht, führt das zur Deindustrialisierung. Und es ist sehr bitter, dass sie sich miteinander streiten und nicht die Fähigkeit, die Kraft haben, einfach anhand von technischen, ökonomischen Realitäten diese Energiewende neu aufzusetzen. Und ich bin da der Erste, der dabei ist und auch mithelfen würde. Naja, das fängt ja schon mal gut an. Sich von seiner eigenen Ideologie zu lösen, ist wohl leichter gesagt als getan. Wie soll das auch gehen, wenn die Wärmepumpe die einzige Lösung ist? Einige würden behaupten, da wolle sich wohl einer bereichern. Aber unserem Schnuckelhäschen kann man da momentan keine Vorwürfe machen. Sie schwebt momentan nämlich auf Wolke 7. Ihre kürzliche Verlobung hat sie stolz über die sozialen Medien bekannt gegeben. Also Männers, der Zug ist nun abgefahren. Aus der Traum. Wir wünschen ihr an dieser Stelle alles Gute und hoffen auf ein baldiges Babyjahr. Zurück zum Thema. Wusstet ihr, dass die EU-Kommission erst die sogenannte Netto-Null-Industrieverordnung erlassen hat? Naja, mit ca. 400 Milliarden Euro Steuergeld, sollen so die grünen Technologien wie Photovoltaik, Windkraft und natürlich die Wärmepumpe gefördert werden. Naja, da haben wir wieder die Wärmepumpe. Ich glaube auch die Wirtschaftswissenschaften, die Ingenieurtechnik, alle müssen zusammenkommen und einen neuen Plan entwickeln. Aber das tun sie nicht. Sie geben einfach nur mehr Gas und sorgen dafür, dass wir eine Verknappung von Energie bekommen, dass wir mehr CO2 ausstoßen. Wenn man sich überlegt, wie viele Braunkohlekraftwerke jetzt angeheizt werden. Wir haben die LEAG, das ist der Braunkohleverstromer in der Lausitz, hat 1000 neue Mitarbeiter eingestellt, weil sie gesagt haben, die alten Kraftwerke sollen wieder ans Netz. Jetzt soll die Atomkraft abgeschalten werden. Durch was wird das ersetzt? Durch dieses LNG-Gas, was genauso viel CO2 ausstoßt wie Braunkohle und durch Braunkohle. Das ist doch keine Klimapolitik, das ist eine Verarschung der jungen Generation, denen das wirklich wichtig ist, der Klimaschutz. Na. Mensch, Herr Kretschmer, passen Sie bitte ein wenig auf Ihre Wortwahl auf. Naja, Ironie aus. Wir versuchen mal ein wenig freundlicher zu übersetzen. Die Doppelmoral der Grünen ist ja bereits so ziemlich jedem bekannt. In Deutschland werden nun endgültig die Atomkraftwerke abgeschaltet. Blöd an dieser Stelle ist nur, dass die Atomkraft als subventionswürdig einzustufen ist. Und nein, diese Aussage ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Wir machen gleich mit den Ausschnitten weiter, aber lasst uns noch ein bisschen sabbeln. Die Atomkraft ist ebenfalls Teil der bereits benannten EU-Verordnung. Schon etwas dreist von den Brüsseler Bürokraten, oder? Dabei fahren die grünen Deutschen doch einen anderen Kurs. Also verdienen sich die Länder wie Frankreich, Niederlande, Polen und so weiter eine goldene Nase, weil sie ihren erzeugten Atomstrom nach Deutschland liefern. Natürlich doch. Ach so, und die Förderung der Atomtechnologie wird natürlich auch von den 400 Milliarden gefördert. Schön. Ach so, eins noch. Moment. Ein Atomkraftwerk produziert laut dem Umweltbundesamt pro produzierte Kilowattstunde Strom ca. 12 Gramm Kohlendioxid. Die Kohlekraftwerke sollen hingegen 1000 Gramm produzieren. Blöd? Ja, Ricarda, wir finden das auch blöd. Naja, für diese bestehende grüne Logik soll Deutschland nun dieses Jahr 38,7 Milliarden Euro an Brüssel überweisen. Und mit einem Anteil von rund ein Viertel des EU-Haushalts ist Deutschland auch noch der Hauptzahler und subventioniert somit die Atomkraft anderer Länder auch noch.
Jawohl. Oder wie unser Schnuckelhäschen sagen würde. Blöd. Ach, wir könnten zu diesem Thema noch so einiges erzählen, aber wir wollen euch damit ja nicht langweilen und zuschwurbeln. Schauen wir uns nun den Rest der Sendung an. Würde ich Sie bitten, mal ein bisschen anzukommen in der Realität. Geht es in diesen Tagen aus der Atomenergie auszusteigen, wissend, dass das für die nächsten Jahre nur mit mehr CO2-Ausstoß geht. Und dann wird es, alles, was Sie tun, sorgt dafür, mit jeder Restriktion, dass Innovationen langsam, dass Innovationen wegfallen, dass das Denken über Möglichkeiten wegfallen. Sie sorgen dafür, dass es immer weiter mit Verboten und Geboten eingeengt wird. Ich finde das unsäglich, wenn ich Ihnen das sagen darf. Und das Ganze zum 1. Januar des kommenden Jahres. Es ist so unmöglich und ich bin froh darüber, dass das in der Zeitung steht, damit die Leute jetzt auch mal sagen können, nein, das machen wir so nicht mit. Und wenn die Ministerpräsidenten in Deutschland Ihnen sagen, so geht es nicht, dann sollten Sie darüber nachdenken, weil das sind Menschen, die auch Verantwortung tragen. Wir sind ein föderales Land und Sie können hier nicht per Order die Mufti die Dinge machen, sondern Sie sollten auf die hören, die in diesem Land auch Verantwortung tragen. Und weil grün schön ist, gönnen wir euch mal einen Einblick in die Zukunft. Dies ist der 2021 eröffnete Solarpark. Aufgebaut wurden 465.000 Solarmodule, die etwa 50.000 Haushalte mit Strom versorgen. Der Park wird von der ENBW wie folgt beschrieben. Der Park nimmt etwa 164 Hektar mit artenreichem Grünland ein. Auf weiteren 45 Hektar wurden heimische Laub- und Obstbäume sowie 16.000 Sträucher gepflanzt. Bitte mehr davon und unbedingt ganz schnell, denn bereits 2016 stand fest, dass sich Deutschland schneller als der Rest der Welt erwärmt. Laut dem deutschen Wetterdienst habe sich Deutschland seit 1881 um 1,4 Grad erwärmt. Der National Geographic berichtete 2022 ebenfalls davon. 8 Jahre später habe sich Deutschland um weitere 0,2 Grad erwärmt. Aktuell sei es bei 1,6 Grad wärmer. Okay, so viel dazu. Weiter geht's. Der Geldwäsche und Korruption wird in der gesamten EU weiterhin den Kampf angesagt. Das EU-Parlament plant eine neue Obergrenze für Bargeld. Die neue Obergrenze soll demnach 7.000 Euro statt der aktuellen 10.000 Euro betragen. Dies ist ein weiterer Schritt zur Kontrolle des Bargeldflusses. Zuvor, wie wir bereits berichtet haben, wurden die Obergrenzen von anonymem Goldkauf gesenkt. In Deutschland wurde der anonyme Ankauf von Gold von 10.000 Euro auf 2.000 Euro gesenkt. Einige würden jetzt behaupten, dies diene als der Vorbereitung zu einem eventuellen Lastenausgleich. Irgendwie muss ja auch alles finanziert werden. Weiter geht's. Deutschland schafft sich mal wieder ab. Die illegale Migration nach Deutschland soll gestiegen sein. Auch in diesem Jahr geht die starke Migration weiter. Bereits im Januar und Februar wurden rund 54.000 Asylanträge gestellt. Im Vergleich mit dem Vorjahr bedeutet dies ein Anstieg von 85%. Ebenfalls nehme die illegale Einreise zu, wie aus internen Berichten der Bundespolizei hervorgehen soll. Insbesondere über die Ostroute, die von Russland über Belarus und Polen führe, habe die illegale Migration um 141% zugenommen. Über Italien sollen 255% mehr Migranten illegal einwandern. Und in Indien traut man dem Westen und dessen Doppelmoral nicht. Bis heute haben sich die Inder zum Ukraine-Konflikt nicht kritisch geäußert. Dem Westen gefällt das natürlich gar nicht. Aber warum steht Indien nicht zum Westen? Nun ja, es könnte in erster Linie deshalb sein, weil das einst wohlhabende Land jahrhundertelang durch Länder wie Frankreich, Dänemark und Großbritannien ausgebeutet wurde. Nachdem sich Indien 1947 befreien konnte, zählten sie zu den ärmsten Nationen der Welt. Mittlerweile zählt Indien am Maßstab des BIP zu den 10 reichsten Ländern der Welt. Es kann also seine eigenen Ziele verfolgen und ist vom Westen nicht abhängig. Während Frankreich im Demonstrationschaos versinkt, reist Macron in Begleitung mit Frau von der Leyen nach China. In ihrem gemeinsamen Liebesurlaub möchten die beiden China auf ihre Seite ziehen, um so Druck aufzubauen, dass Russland keine chemischen Waffen oder Atomwaffen einsetzt. Zeitgleich steht noch die Befürchtung im Raume, dass China Waffen nach Russland liefert. Wir dürfen also gespannt sein, wie die Gespräche in China laufen werden. Wie wir anfangs schon gesagt haben, zeigen wir euch jetzt einen alten Videoausschnitt von Maischberger und Helmut Schmidt. Hört genau zu. Lässt Sie das kalt, wenn Sie sehen, dass in China bis heute Hinrichtungen gemacht werden? Öffentliche übrigens. Also es gibt dann Stadien, da werden Menschen hineingelassen und es werden Menschen vor Augen dieser anderen, wie im alten Rom könnte man fast meinen, hingerichtet.
Das Beispiel mit dem alten Rom ist nicht so verkehrt. Es wird überall auf der Stadt, auf der Welt finden Hinrichtungen statt, auch in Amerika. Zum Teil mit Giftspritzen, zum Teil mit dem Fallbeil. Auf die verschiedenste Art und Weise werden Hinrichtungen vollzogen. In China war das ganz schlimm. In früheren Jahrhunderten, da wurden Menschen gevierteilt. Aber heute werden sie noch öffentlich hingerichtet, ja, in einer Zeit, in der man glauben sollte. Öffentlich oder hinter verschlossenen Türen. Hinrichtung bleibt Hinrichtung. Ich war immer ein Gegner der Todesstrafe, bleibe ich auch. Aber Hinrichtung bleibt Hinrichtung. Aber Sie würden dennoch nicht über dieses Thema beispielsweise mit den Chinesen reden? Ist das mein Bier, mit denen zu reden? Bin ich ein Lehrer für die Chinesen? Warum nicht? Nein, warum sollte ich das sein? Das ist Anmaßung, anderen Völkern beizubringen, wie sie zu leben haben. Ach, anderen Völkern beizubringen, wie sie zu leben haben? Schon ziemlich bemerkenswerte Aussage, findet ihr nicht? Schreibt's doch gerne mal in die Kommentare. Wir hoffen, euch hat das Video wie immer gefallen. Lasst unbedingt ein Abo da, kommentiert fleißig wie die Irren, wie immer. Und über ein Like würden wir uns freuen. Und ciao!